Wo ich dafür hin? Natürlich, okay, aber es geht noch. Moment mal, habe ich das damit? Ja, habe ich. Okay, dann habe ich eine Idee. Ich sitze hinter dem Steuer. Offensichtlich solltest du sie in ein Krankenhaus bringen. Außer du möchtest dich sehr gut mit einem hungrigen Hund anfreunden. Jo. Bring die Organe dahin. Aber hat gut funktioniert, ne? Mein Trick. Ich habe einfach mit der Falle die Sicherung gedingst. Das haben wir gesprengt. Das haben wir im ersten Mal gar nicht mitbekommen. Da ich das mal als Auto hacken kann, kann ich sie einfach rausfahren. Ne? Das war dann easy. Da musste ich mit den ganzen kleinen Kelly-Leuten mich gar nicht anlegen. Jetzt fahren wir jetzt scheiße im Krankenhaus. Nehmen wir die nächste Brücke, wenn wir in London Bitch jetzt benutzen. Müssen wir aufpassen, hier ist ein Kopf. Den wir nicht zusammenstoßen, sonst machen die gleich wieder Stress und ich bin gleich wieder bewaffnet. Da kommen wir so besser durch. Ja, verschiedene Melodien. Das nicht, ich bin zu vorbei. Alle vorbeilassen würden, ne? So im Weg rum stehen würden die Leute. Ich hab zuerst zur Sirene angemacht. Trotzdem stehen die alle im Weg rum. Santanus muss bitte bringen wir dir jetzt. So machen wir auch Sperrgebietes. Mach ich mal kaputt, ne? Ich muss hier rein. Guten Tag. Haben ein paar Organe. Glückwunsch zu den großen Siegen. Ich melde unsere Speziallieferung im Krankenhaus an und du sagst unserer Hackerfreundin Bescheid. Das hätten wir. Gut. Jetzt gehen die Organe an die, die sie am dringendsten brauchen. Und nicht an die mit der dicksten Brieftasche. Warum trittst du nicht DedSec bei? Du willst es doch. Gut. Ich bin dabei. Gut, die hat gerade jemanden aus dem Krankenhaus entlassen, das ist doch schön. Schön, schön. Gut, dann können wir ja jetzt eigentlich mal kurz gucken. Team. Sie ist dabei.
Such nach einem Darts-Gegner. Der wäre besser als der andere Todeswunsch. Auch wenn der zocken geht, der wäre besser als der andere den Todeswunsch. Ich meine, wir können uns natürlich noch einen neuen suchen, aber. Ja, gut, da fahren wir erstmal hin. Das gucken wir uns erstmal an. Dann ist es ins Punkt. Ups. Na, fern, hier sind wir ein Polizist dabei. Ja, es läuft einfach auf die Straße. Mist, doch da oben. Muss ich mal kurz rumfahren. War doch da oben, ich habe mich geirrt. Na, wenn ich zu spät bin, dann warte ich ja nochmal. Och nö. Das ist problemlos machbar, aber vielleicht auch ein bisschen einfach. Ups, sorry. Aha, ja, ja, aber sicher. Du, ich, Dartscheibe, los geht's! Ja, Mist. Was soll's? Halb so schlimm. Was soll's? Mann, sag mal! Das war Absicht. Echt jetzt. Das war Absicht. Echt jetzt. Ja, wird das mal Treppe 1?
Triple 20, natürlich bin ich da. Jetzt haben wir erstmal in die 1 gebrochen, das wollte ich nicht. Triple 1, natürlich, wollte ich auch nicht werfen. Da fehlt jetzt Triple 20 auch, so. Ich hasse das Startsystem jetzt schon, aber wir müssen halt. Ja, er wirft nochmal Triple 20, natürlich. Der. Ja. Ja, gut. Ja, jetzt mache ich dasselbe Video. Komm, jetzt müssen wir auf Risiko gehen und Ball werfen. Ja, 15, nein, gut. Und dann soll mit der. Finde ich den Boy. Jetzt hat er nur 65. Ich muss ihn besiegen, wie wir gerade gehört haben. Ja, wirft nochmal Single Bull, natürlich, Digga. Na, wie verfehlt er jetzt? Scheißdreck. Oh, Mann. Willst du mich eigentlich verarschen? Digga, wer bist du? Vielleicht klappt's nächstes Mal. Wer bist du? Ja, gegen dich. Was für Amateur. Ich ging dich doch nicht! Alle zurück, bitte! Woanders gab's keinen Platz! Ach, du blöde Arbeitslose. Gehen wir mal dahin. Da spielen wir schon mal nichts. Musik aus. Da spielen wir schon mal einen kompletten Reinfall. Wo der Amateur steht, der ist der Typ einfach gefühlt Profi. Oder wollen wir die Bulls raus wie kein anderer, wie kein zweiter, der. Junge. Ja, wir warten hier. Die Konkurrenz eines Kandidaten ist in der Nähe. Deine Chance, dich in die Arbeitsmails zu hacken. Sieh sich einer den Bullen an. Ruf drum, als würde ihm alles gehören. Weil es das tut. So, dann hacken wir mal die Konkurrentin. Ich habe vollen Zugriff auf die Arbeitsmails der Konkurrenz. Ich wette, dass sich unser Klient freuen wird, die in die Finger okay. zu bringen. Jetzt, wo du ihm geholfen hast, redet er vielleicht mit uns. Mhm. Das war der Plan. Jetzt, wo wir die Mails geklaut haben, wollen wir mal mit ihm reden. Ja, jetzt auf einmal fährt er. Jetzt, wo ich da vorbeifahre, fährt er los. What the fuck, ist das eine dumme Kelly manchmal? Ich weiß nicht, wen die jetzt schon wieder suchen, aber okay. Ist manchmal random, diese Punktspeichern suchen die, glaube ich, irgendwie in einer anderen Gegend. Weil ich habe ja gerade nichts getan.
Ich war ja gerade nur zu unserem möglichen DedSec-Polizisten. Ne? Reicht nur einmal bei Clan Kelly, na mal gucken. Ist hier ein Clan Kelly-Sperrgebiet? Ne, dasselbe, ja, okay. Ich würde dann mich einfach einen speichern wollen. Mach bloß einen anklicken, um ihn speichern zu können. Ich will dann so einbrechen. Mach mal so einen Hans speichern. Deswegen lass mal gucken. Was ist das hier? Ja, Clan Kelly Verstrickerin. Ja, die sieht nett aus. Die gönnen wir uns gleich mal. Sorry. Machen wir es auch gleich noch, und wenn wir die Clan Kelly-Frau haben, dann werden wir der Hauptquest folgen und haben dann immer, um alle Sperrgebiete reinzugeben, haben wir immer einen passenden Agenten in unserem Repertoire. Ja, dann läuft er doch. Ups, den nicht überfahren, bitte. Mit dem möchte ich gerne reden. Hallo? Ich würde gerne mit dir reden, Junge. Ja, wenn er mal stehen bleiben würde. Könnt ihr auch mit dem reden. Mein Freund hat diese seltene Blutkrankheit und durch den aktuellen Zustand des NHS der seit Monaten nicht richtig behandelt wird. Ein Arzt von Clan Kelly hat eine experimentelle Behandlung angeboten. Eine preisliche experimentelle Behandlung. Sie hatten nicht gerade die Wahl, also habe ich gezahlt. Nun ganz so. Die Medikamente haben gewirkt. Meinem Freund ging es besser. Aber dann also, er wurde süchtig. Und der Arzt hat plötzlich den Preis angehoben. Der Wichser wusste genau, was er tut. Hey, alles gut. Der Zack wird deinem Kumpel seine Medikamente besorgen. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held. Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Dex, wir brauchen dich, um diesen Wichser aufzuspüren. Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Ja, da müssen wir nochmal so reingehen dann. Weil wir auch keine die Clan Kelly-Frau nicht haben, aber da müssten wir genauso wie die Aufgaben machen. Wahrscheinlich einen von Albion brauchen. Von Clan Kelly wird ja aber kaum bei Clan Kelly links. Dann, ich sag, da hat sie irgendwelche dreckigen Sachen bei der Polizei. Und da ist er dann wieder praktisch. Also wette ich einfach mal. Dass er darauf hinauslaufen wird. Lass mal kurz das machen. Wir schon mal von Elbeeren, dann gucken wir uns gleich die Clan Kelly-Frau an. Wenn wir die beiden haben, kümmern wir uns endlich um die Hauptquest. Ja, seit Stunden nicht mehr gemacht, aber ich habe halt gerne ein gutes Team, bevor ich jetzt richtig ins Game reingehe. Ne? Weil Sanitäterin und Rechtsanwalt ist halt praktisch, um die Leute wieder früher zurückzubekommen. Und halt Albion und Clan Kelly Mitglied ist halt praktisch, um in alle möglichen Sperrgebiete leichter reinzukommen, ohne gleich von jedem angepisst zu werden. Ne? Da habe ich halt gerne im Team, dann ist mein kann ich mir ein bisschen easier spielen. Der
Der Clark Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Anscheinend hat er auch einen Laptop dabei. Vermutlich ist da irgendwo ein Ordner drauf, der Verbrechen stimmt. Heißt. Dann machen wir es doch ganz einfach. Zack. Entspann dich und atme mal tief durch. Laptop abgegriffen. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten. Jo, dann laufe ich einfach wieder raus aus der Tür. Ich habe das Moblager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Ich schalte Musik aus und dann. Zum Medikamenten rennen. Mach doch mal ein bisschen schneller hier. Ich komme hier nicht vorbei an euch Idioten. In diesem Gewächs zwischendrin. Nur so wenig. Oh Mann. Ah, komplexer als eine Hauptquest, immer die ganze Rekrutierungszeugs. Ah, was man nicht alles macht, um ein paar Leute zu bekommen. Kilometer weit weg auch noch, dass wir Medikamente lagern müssen, ne? Ja, natürlich die engsten Gassen fahren. Mal gucken, ob ich den Van auch so easy klauen kann, also es wäre einfach Dingsen, ne? Einfach den raushacken. Mal gucken. Da steht schon, wie man bei Turm Victims, also den Turm Opfern, gedenken. Das ist ja unser Hauptquest, dass wir ja gleich hingehen. Sagt, wenn ich den Albion und den Clan Kelly Dings habe, dann werde ich das auch tun. Gucken wir uns da gleich mal um. Ah, das wollte ich halt vorher absichern, weil ich finde die Spielweise cooler, wenn man kann man da easier reingehen, dann ist nicht mehr so ein Abfuck wie jetzt gerade, ne? Ja, so, wir sind jetzt auch jeden Moment da. Auf dem Weg rum. Im Weg fahren müssen. Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Okay, cool. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht.
stöhne ich so. Oh. Mama, warum steht der andauernd wieder auf? Mann, ihr seid so unfair. Warum steht der andauernd wieder auf? Digga. Hä? Ich bin andauernd wieder aufgestanden und ich weiß nicht warum. Hätte ich einfach beenden dürfen müssen oder was? Anstatt selbige zu Ende zu bringen. Etwas Taktgefühl bitte, Bagley. Das Mittel gehört zu uns. Ja, brauchen wir. Das ist mir klar. Mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es. Aber nicht. Auch nur, weil diese beiden Wichser immer wieder aufgestanden sind. Sonst hätte ich die Easy-Clap weggehauen. Wir sind immer und immer wieder aufgestanden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Wo ist er? Und da läuft er schon wieder rum. Ach du. Typ, der 20 Mal aufgestanden ist. Jetzt reicht's. Ja, komm, jetzt knock ihn aus. Danke. Wie kann ich dem seine Schlüsselkarte klauen? Deine Schlüsselkarte, sagt das Spiel. Wie kriege ich die? Ja, ich gehe jetzt mal weiter. Ja, da haben wir den Schlüssel hier drunter. Hier vorne müssen wir außerdem ausschalten.